So, für den gehäkelten Zopf schlägst du jetzt die Maschen an, die du benötigst. Für den Zopf selber sind es 4 Maschen plus die Maschen, die du davor und danach machen möchtest. Ich mache jetzt mal davor 3 Maschen, dann wie gesagt 4 Maschen für den Zopf, 3, 4 und danach nochmal 3 Maschen. Also habe ich jetzt insgesamt 10 Luftmaschen gehäkelt. Danach würden jetzt wieder 4 Maschen für den nächsten Zopf kommen und so weiter. So, jetzt halte ich mir hier die Maschen fest und mache nochmal 3 Luftmaschen. Das ist mein erstes Stäbchen. Jetzt rutsche ich einfach mit dem Finger eins rüber, also die Masche hier überspringe ich jetzt und steche in die 5. Masche ein, Luftmasche, und arbeite hier ein Stäbchen. Und so sind meine ersten 3 Luftmaschen hier das erste Stäbchen. Dann arbeite ich jetzt hier weiter, bis ich meine 10 Stäbchen insgesamt habe. Und das ist Reihe Nummer 1. Fertig, sind ja nicht so viele Maschen. Und die letzte. Ich beginne jede neue Runde wieder mit 3 Luftmaschen. Wende. Das ist jetzt mein erstes Stäbchen. Die allererste hier so an der Ecke, die überspringe ich und gehe hier in die nächste Masche. Arbeite hier ein Stäbchen und noch ein Stäbchen. Also die 3 Maschen vor dem Zopf. Jetzt kommt der erste Überschlag, also der erste vom Überschlag vom Zopf. Dafür arbeite ich jetzt ein Doppelstäbchen. Also ich wickel den Faden 2-mal um die Nadel und arbeite jetzt mit Reliefstäbchen. Also ich habe jetzt hier, das war mein erstes Stäbchen, zweites, drittes, und über die 4 mittleren Maschen mache ich jetzt meinen Zopf. Die ersten beiden überspringe ich jetzt einfach und um die 3. Masche mache ich ein Reliefstäbchen. Das heißt, ich steche von hier vorne ein, gehe mit der Nadel hier hinten um die Masche rum, hol mir den Faden durch und habe jetzt 4 Schlaufen. Hol mir den Faden, gehe durch 2 Schlaufen durch, hol mir den Faden nochmal durch 2 und Faden holen und nochmal durch 2. Dann genau das gleiche nochmal in die 4. Masche. Um die 4. Masche von vorne kommt einmal hinten rum. Ein Doppelstäbchen. So, jetzt liegen die hier quer. Dann mache ich wieder einen doppelten Umschlag. Und jetzt habe ich ja noch meine beiden anderen Maschen hier, die ich jetzt eben übersprungen hatte. Dann gehe ich erst um die 1. Masche herum. Auch wieder ein Reliefstäbchen, Doppelstäbchen. Ich knicke mir das immer so ein bisschen um, das ist einfacher. So, und hier versteckt dazwischen ist jetzt noch die 2. Masche. Da auch nochmal ein doppeltes Relief von vorne. So. Jetzt habe ich die Maschen überkreuzt. Und arbeite in die nächsten 3 Maschen wieder Stäbchen. 1, 2 und hier in die 3. der 3 Luftmaschen von vorhin. Natürlich auch noch 1,
Und dann wieder drei Luftmaschen wenden. Das ist jetzt wieder mein erstes Stäbchen. Dann hier kommt mein zweites Stäbchen. Hier mein drittes Stäbchen. Und jetzt arbeite ich hintere Reliefmaschen in meine vier Maschen aus dem Zopf. Dafür mache ich jetzt wieder einen Umschlag. Keine Doppelstäbchen, jetzt wieder einfache Stäbchen. Und zwar gehe ich jetzt von hinten um die Masche rum. Also so wie sie jetzt hier liegen, so überkreuzt, wie sie hier liegen. Hier ist die erste. Also diesmal von hinten rum ein Stäbchen. Die zweite ist hier so ein bisschen versteckt. Die liegt hier drunter. Hier auch dazwischen gehen und ein Relief-Stäbchen hier von hinten rum machen. Die beiden nächsten Maschen liegen wieder offen da, aber auch von hinten rum einstechen. Und die letzte auch wieder ein Stäbchen von hinten rum kommend. Und wieder die Randmaschen, die drei Stäbchen. So, das war die dritte Reihe. Wieder drei Luftmaschen wenden. Erstes Stäbchen ist noch da. War schon da. Dann noch zwei Stäbchen, bis ich wieder bei meinem Zopf bin. So. Jetzt arbeite ich dreimal wieder Reliefstäbchen, wieder von vorne, also heißt, ich steche von vorne ein, hinten rum. Eins. Halt, falsch, so. Also von vorne einstechend. Zwei. Drei. Und vier. Dann wieder meine drei Maschen hier. Die drei Randmaschen beziehungsweise vier oder zwei, wie viel auch immer hast. Und hier in die dritte. Luftmasche von vorhin wieder ein Stäbchen arbeiten. Drei Luftmaschen wenden. Jetzt bin ich wieder in der Rückreihe. Wieder meine Randmaschen. So. Und in der Reihe arbeite ich jetzt wieder von hinten einstechend um die Masche herum. Also hintere Reliefstäbchen. Also von hinten. Ich klappe mir das, wie gesagt, so ein bisschen rüber, dann sehe ich das besser. Eins. Zwei. Drei. Und vier für den Zopf. Dann wieder drei Stäbchen. Bedenke bitte, ich bin Linkshänder. Wenn du Rechtshänder bist, neigt sich der Zopf in die andere Richtung. Und genau das mache ich jetzt nochmal. Also 1, 2, 3 wenden. Und jetzt zeige ich nochmal
diesen überkreuzen. Jetzt machen wir also praktisch Reihe Nummer 2 wieder. Wiederholen 2 bis 5 jetzt nur noch. Also ein Doppelstäbchen zweimal rumwickeln. Dann die ersten beiden Maschen hier überspringen. Ich gehe hier um die dritte rum, von vorne kommend um die Masche rum. 4 Schlaufen auf der Nadel, Faden durch 2, Faden durch 2. Und Faden durch 2. Wieder zweimal umschlagen. Jetzt in die vierte Masche vom Zopf. Dann wieder zweimal umschlagen und jetzt hier in die erste der beiden übersprungenen einstechen. Zweimal umschlagen und die zweite ist hier dazwischen versteckt. Da auch ein Doppelstäbchen drumherum. Und dann wieder hier meine 3 Randmaschen. So. Und das ist dann der gehäkelte Zopf. Also wie gesagt, bei mir, da ich Linkshänder bin, richtet sich das hier nach hier aus. Wenn du Rechtshänder bist, dann geht es bei dir in die andere Richtung mit dem Zopf. Und dann wieder 3 Luftmaschen wenden und jetzt wieder hier mit Stäbchen weiterarbeiten, nicht mit Doppelstäbchen, und dann wieder von hinten rumkommend die Reliefstäbchen. Das wiederholt sich jetzt so lange, bis dein Zopf fertig ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen. Für mehr Anleitungen schau auf meinem Kanal und abonniere auf jeden Fall und Glocke aktivieren nicht vergessen. Ich wünsche dir viel Spaß. Bis bald!